Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum 3. Januar, zur ersten Sendung im neuen Jahr. Germany 40 attackiert die 15.911er, die überschritten, attackiert jetzt die Oberkante, diese kleine deckelnde Trendlinie, die das erste Mal hier einen Hochpunkt hatte am 30. Dezember, dann erneut am 3. Januar in der Nacht heute. Und jetzt sind wir genau dort wieder in der Verlängerung dieser Verbindung dieser beiden Punkte. Gleichzeitig haben wir den Punkt 2, das 1-2-3 Trendwendemusters in der Schlagweite zum Eintrittspunkt von dem Trendwendemuster. Also hier doppelter Widerstand bei 15.974. An Überschreiten dieses Levels würde das gesamte Top deaktivieren, eben auch die Gefahr deaktivieren, dass wir aus diesem bärischen Keil nach unten rausfallen. Eine riesige vorbörsliche Spanne durch die Volatilität in beide Richtungen. Gleichzeitig jetzt aber auch eine Signallinie durch einen ersten Schlusskurs überhalb oder oberhalb der vorbörslichen Spanne 15.956. 50 müssen jetzt auch überschritten werden, sodass man davon sprechen kann, dass die vorbörsliche Spanne nachhaltig gebrochen wird. Am Freitag soll es eine Anpassung der Corona-Regeln in Deutschland geben, unter Berücksichtigung der Erkenntnisse, die man zur Omikron-Variante hat. Omikron verbreitet sich weitaus schneller, aber es sind auch weitaus mildere Krankheitsverläufe. KHC, schönen guten Morgen. KHC schreibt im Live-Chat, DAX macht Neujahresspringen. Ja, müsste auch über die 9,5650 drüber springen. Sonst kann das hier auch der Ansatzpunkt sein für eine Top-Bildung. Euro zur türkischen Lira. Die türkische Lira wertet erneut ab. Inflationsrate. Peter hat es bereits im Chat geschrieben. Im Dezember bei 36,08%.
Erwartet wurde 27,36%. Im November war die Inflationsrate noch bei 21,3%. Eines der Emerging Markets, die auf der Liste instabiler Länder stehen, jetzt wo die amerikanische Notenbank die Leitzinsen anheben will, wird es für die eben stark auch in US-Dollar verschuldeten Emerging Markets schwieriger, beim Schuldendienst die Zinsen zu bezahlen. Enorme Volatilität beim Euro gegenüber der türkischen Lira. Spannend könnte jetzt hier der Kampf werden um die 1574. Da ist erstmal anzunehmen, dass das als Widerstand akzeptiert wird. So ist es zumindest im Moment. Sollte es da einen Ausbruch drüber gehen, könnte es erneut hier zu einer Fortsetzung des Aufwärtstrends kommen. Das Ganze extrem stark nachrichtengetrieben. Man muss ja aufpassen eben mit Slippage-Risiken. Man hat keinen garantierten Stop-Loss zur Verfügung. Bedeutet, dass wenn man Stops setzt, um Positionen abzusichern und nachrichtenbedingt es dann eben zu solchen Kursbewegungen kommt, kann es sein, dass man eben hier auch solche Risse im Chart hat, wo einfach nicht gehandelt wird, wo eben auch der Referenzmarkt da im Orderbuch nichts zu finden ist. Und wenn mit so einem Sprung eben auch der eigene Stopp übersprungen wird, kann es zu einer weitaus schlechteren Ausführung kommen, als man das geplant hat, sodass dann eben die Verluste auch größer sein könnten, als man das erwartet hat. Das einzige Mittel, das man hat, ist, wenn man trotzdem handelt, die Positionsgrößen kleiner zu setzen. Um eben mit dem Stopp zu planen, aber der Worst Case ist dann eben, dass selbst der Stopp nicht hält. Das liegt in der Natur solcher volatiler, nachrichtengetriebener Märkte. Und das Erste, auf was man achten sollte, ist immer das eigene Risiko. Germany 40 schafft den Sprung auf ein neues Allzeithoch, hat das 1-2-3 Top damit deaktiviert im Stundenkerzenchart. Sind wir jetzt auf ein neues Hoch gelaufen? Jetzt geht es eben darum, zu bewerten mit diesem neuen Hoch, was sind die nächsten Widerstände und kann der relativ zur vorbörslichen Spanne jetzt einen Trend aufbauen? Da gehe ich jetzt in den 10-Sekunden-Chart und schaue mir den Rücklauf auf die Signallinie oder das vorbörsliche Hoch an und warte auf ein 1-2-3 Tief. Als abschließendes Signal für einen sauberen Trendaufbau aufwärts. Das 1, 2, 3 ist da. Also 1, 2, 3 tief ist da, bedeutet, solange jetzt der Germany 40 über 15, 9, 53, 50 notiert, haben wir einen intakten Aufwärtstrend, einen Rückfall unter diese Linie.
würde den Trend brechen, dann wären wir wieder neutral, trendlos unterwegs. Also Germany hat sich jetzt mit der Möglichkeit einer Auffächerung nach oben. Der US-NDAQ hat ja noch am 30., 31. weitergehandelt, hat den Rücksetzer gemacht auf den Punkt 2. Wir haben hier im 4-Stunden-Kerzenschein ein 1-2-3-Trendwendemuster, dessen Punkt 2 liegt bei 16.356.50. Da sind wir zurückgesetzt auf diese Marke, haben wir jetzt mit einem Gap-Up eröffnet, also Kurslücke aufwärts. Grundsätzlich ist über den Punkt 2 die Möglichkeit gegeben, dass wir auf ein neues Allzeithoch ansteigen, dass also der bullische Druckaufbau hier weitergeht, ein Aufwärtstrend gewahrt wird. Wenn wir uns die Kursentwicklung seit 28. Dezember anschauen, dann ist da jetzt vorläufig aber auch der Deckel drauf. Wir haben es hier zu tun mit einem 1-2-3-Top im 4-Stunden-Chart, das intakt ist, solange der NDAQ unter 16.455 notiert. Die 61er wurde bereits erreicht. Spannende Entwicklung auch beim US-Dollar zum chinesischen Yuan. Chinesische Währung hier mit einem starken Abwärtstrend. Hat im alten Jahr doppelt die 6,3525 touchiert. Das ist das alte Hoch vom Mai 2021. Ja, und da geht es jetzt eben darum, kann der sich an der Stelle stabilisieren oder bricht er nach unten durch, was zu einer Trendfortsetzung zu den 2018 Tiefs führen könnte. Andernfalls nach oben ist jetzt die EMA 20 und SMA 50 als deckelnder Widerstand im Weg. Gold auch sehr spannend. Im Monatskerzenchart sehen wir jetzt eine zunehmende Verengung der Bollinger Bänder. Das kann ein Signal sein dafür, dass eine Zunahme der Volatilität bevorstehen könnte, also eine Trendfortsetzung, wenn wir über der EMA 20 und über dem Tief vom November 2020 bei 17,64 bleiben oder eben eine Trendwende, wenn wir diese beiden Unterstützungen brechen. In den letzten Monaten des alten Jahres, in der zweiten Jahreshälfte, konnte diese Unterstützung gehalten werden. Also könnte man hier einen bullischen Druckaufbau beim Gold sehen. Sollte diese Unterstützung gehalten werden, wäre Platz bis 1965. Andernfalls droht ein Rücksetzer auf 1572. Germany 40 fächert sich weiter nach oben auf. 261er ist erreicht. Ethereum hat auch in der letzten Woche, das jetzt leider verkürzt durch den Samstag-Sonntag-Handel, sieht so aus, als hätten wir unter der EMA 20 auf Wochenbasis geschlossen. Das ist im 24-Stunden-Handel der Samstag-Sonntag inkludiert nicht der Fall. Da schloss die letzte Woche auch wieder über der EMA 20. Bedeutet also, wir haben jetzt einen erneuten bullischen Test der EMA 20, ein Signal, das eben dazu führen könnte, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt. Das ist jetzt hier weiterhin zu überprüfen,
ob das auch so bleibt. Ein Abrutschen darunter könnte auch eine tiefere Korrektur bringen. Die 61er FIBO-Extension bei 2,845 und 2,908 die SMA 50, also 50-Wochen-Linie, sind da mögliche Anlaufstellen auf der Unterseite dann für Korrekturen. Germany 40 erreicht die 4,236, volle Auffächerung. Dieser Zone könnte es jetzt zu einem 1-2-3-Top kommen. Da kann man jetzt wieder im 1-Minuten-Chart darauf umschalten, um das zu überprüfen. Ferratum mit einem Kurssprung von 9%. Da geht es, denke ich, auch sehr stark um den Punkt 1 und den Test des Punktes 2. Test vom Punkt 2 ist erfolgreich abgeschlossen. Nach oben müsste sie über die 4,80 Euro drüber, um die Bodenbildung von März 2020 zu reaktivieren. Positiver Analystenkommentar zu Lufthansa. Citigroup hat die Aktie auf Kaufen aufgestuft. Was wir hier sehen, ist ein kleines 1, 2, 3, das sich jetzt nun beginnt aufzufächern im Tageschart. Im Wochenkerzenchart, ja, eigentlich auch, solange die 6,20 gehalten werden kann. Ein starker Widerstand ist zu sehen an der 7,28 Euro bei Lufthansa. Aber wir haben hier im Wochenchart ein 1, 2, 3 Top im Januar 2018. Dann volle Auffächerung und dann erneute Topbildung im November, Dezember 2019.
Daraus leitet sich die 2,61er bei 7,28 Euro ab, die hier mehrmals eine Unterstützung gewesen ist im Jahr 2020 und dann in der Woche vom 18. September gebrochen wurde. Es gab einen bärischen Retest in der Woche zum 6. November und jetzt aber der Versuch, auf nochmal ein tieferes Tief zu gehen, da hätte nach unten die 4,23er auch angelaufen werden können, 2,51. Versuchen Sie jetzt zu drehen über so ein 1, 2, 3, das nicht so wirklich optimal aussieht. Also hier 1, 2 und jetzt versuchen Sie hier das nach oben aufzufächern. Wichtig wird es, dass die 2,61 da nach oben dann gebrochen werden kann und dass die Aktie jetzt hier Schwung aufnimmt. Ansonsten ist auch die EMA 20, die 20-Wochen-Linie im Weg bei 6,74, 6,75. Also steiniger Weg nach oben. Und jetzt in der laufenden Woche kann man einfach mal darauf achten, ob die 6,20 per Wochenschluss überschritten werden können. Germany 40 bisher ohne Top-Bildung, das ist eine ganz normale bullische Konsolidierung, da der Abwärtsimpuls das Tief bei 16.000 und 3,5 Punkten nicht unterschritten wurde. Es wird hier gekauft. Und jetzt besteht die Chance für ein höheres Hoch. Wäre zur Orientierung die 5,81er bei 16.041 ein mögliches Ziel. Ansonsten ohne neues Hoch könnte es auch zu einer Trendwende kommen. Da ist das höhere Hoch, unmittelbare Gefahr für eine Trendwende erstmal ausgeräumt. SPX 500 hat in der vergangenen Woche über 4.743,85 geschlossen, hat damit ein 1-2-3-Trend-Fortsetzungsmuster aktiviert. Solange da drüber bleibt, besteht die Chance in den kommenden Wochen für einen Folgeanstieg auf 5.036. Was wir sehen ist, dass die Infektionszahlen in den USA auf neue Rekordhochs gestiegen sind, aber trotzdem die Börsen über diese aktuelle Infektionswelle hindurchschauen und eine Normalisierung der Lage und eine gute Gewinnsituation der Unternehmen antizipieren in 3 bis 6 Monaten. Also Börsen, die stellen sich das Frühjahr viel bullischer vor und besser als es die Lage aktuell hergibt. Eine bärische Eintrübung wäre da, wenn 4,743 wieder nach unten verlassen würde, also wenn diese Unterstützung gebrochen werden würde, dann könnte die EMA 20, die 20-Wochen-Linie bei 4,585 noch einmal getestet werden. Germany 40 aufpassen, der ist jetzt in Richtung 5,81er gestiegen. Das ist immer noch eine Zone, wo es zu einem 1-2-3-Top kommen könnte. Was also nicht verwunderlich wäre, wenn da eins käme. Das nächste Update gibt auf diesem Kanal dann Konstantin Oldenburger um 15.15 Uhr. Ich wünsche allen bis dahin einen erfolgreichen Handelstag mit vielen erfolgreichen Trades.